Hier in Oberaudorf ist dieses gemeinsame Lernen nichts Besonderes. Frederik sitzt mit im Kreis und ist konzentriert bei der Sache. Obwohl Mathe nicht unbedingt sein Lieblingsfach ist. Heute sollen Frederik und die anderen Zahlen bis 100 kennenlernen. Zum Beispiel mit diesem 100er-Feld. Wir machen ein bisschen Mathematik. Wir müssten das da machen. Also das 100er-Feld mit der Clara, mit der Anja. Und die Anja ist natürlich unsere Mathelehrerin. Frederik ist 11 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Für viele Dinge braucht er mehr Zeit als seine Mitschüler. Doch das ist hier kein Problem. In jeder Klasse gibt es mehrere Lehrer und Erzieher, die sich viel Zeit für jeden einzelnen Schüler nehmen. Wir bilden immer Lerngruppen, die Kinder lernen miteinander und wir Erwachsene unterstützen einfach. Wir schauen, dass die Kinder, wenn sie Fragen haben, dass sie da zu uns kommen können und wir den Kindern auch erklären, was sie zu tun haben und dass sie daraufhin einfach selbstständig ins Lernen kommen. Genug Matheunterricht. Jetzt ist erstmal Pause. Auch hier wird niemand ausgegrenzt, weil er anders ist. Vielfalt steht hier an der Schule immer im Vordergrund. Auf die AG am Nachmittag hatte sich Frederik schon den ganzen Tag gefreut. Theaterspielen ist für ihn das Allerbeste. Heute gibt es unsichtbares Eis. Doch Frederiks Lieblingsrolle ist und bleibt Magier. Als Magier habe ich mir einen blauen Umhang mit Sternen angezogen. Einen blauen Hut mit Sternchen und schwarzen Gummi dran und einen Zauberstab. Um 15.30 Uhr macht sich Frederik auf den Weg nach Hause. Hausaufgaben muss Frederik übrigens keine machen. Nach der Schule bleibt Zeit für seine Hobbys und seine Freunde. Nach der Schule bin ich im Baumhaus, also mit meinen Freunden. Dann backen wir noch Kuchen. Machen Seifenblasen. Und auch hier ist Frederiks Beeinträchtigung weder für ihn noch für seine Freunde ein Thema.